das ist nicht der einzige Hadith, der um das Thema Absicht handelt. Es gibt mehrere Texte in der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zum Beispiel zu Sa'd ibn Abi Waqqas, als er im Sterben lag, beziehungsweise er dachte, er würde sterben, er hat diese Krankheit aber überlebt und hat noch lange danach gelebt. Er sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, du siehst ja, wie meine Lage ist. Wa inni imru'un zu malin kathir. Und ich bin ein Mann von Reichtum. Das zeigt uns auch, dass es unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam reiche Leute gab. Der Reichtum selbst ist nämlich nichts Tadenswertes oder Negatives. Reichtum selber ist nichts Negatives. Genau wie Armut selbst nichts Positives ist. Aber es ist der Umgang des Menschen mit diesen Situationen, Umständen, der die Armut oder den Reichtum zu etwas Positivem oder Negativem macht. Er sagte dann, ich habe viel Vermögen, ich bin wohlhabend und ich habe nur eine Tochter. Soll ich denn mein ganzes Vermögen als Almosen ausgeben, also jetzt in diesem Moment, testamentarisch als Almose hinterlassen? Denn wenn man am Sterben liegt, hat man die Möglichkeit, einen bestimmten Anteil seines Vermögens testamentarisch an andere als die Erben gehen zu lassen, aber nur in einem beschränkten Rahmen. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das hier nicht erlaubt. Er sagte, nein, das ganze Vermögen, wenn er das nämlich tut, haben seine Erben, auch wenn es nur ein Erbe ist, haben die Erben nichts mehr davon. Und dann sagte er, dann die Hälfte. Er sagte, nein. Er sagte, ein Drittel. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-thuluthu kathir. Ein Drittel, yani hier hat er ihm ja zugestimmt, ein Drittel kannst du geben, aber ein Drittel ist auch viel, ist also immer noch viel. Das heißt, er deutet darauf hin, dass es ihm lieber wäre, wenn er noch weiter runtergeht, also weniger als ein Drittel. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann begründete er dieses Urteil von ihm, er sagte, innaka antadhara warathataka agniya khayrun min antadharahum alatan yatakaffafun an-nas. Dass du deine Erben mit Reichtum hinterlässt, ist besser, als dass du sie in Armut hinterlässt, sodass sie ihre Hände ausstrecken müssen. Dass sie ihre Hände ausstrecken müssen bei den Menschen, um zu betteln. Und dann nannte der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas weiteres. Es könnte ja sein, dass jemand denkt, schade, in diesem Moment, ich bin gerade am Abscheiden von der Dunya und wollte noch am Ende, abschließend etwas tun, etwas vorausschicken für mich selbst. Etwas vorausschicken. Denn das Geld, was man ausgibt, was man verzehrt, das ist nicht das, was für dich bleibt. Das, was für dich bleibt, ist, was du auf dem Weg Allah Ta'alas ausgegeben hast. Das wird für dich angespart. Und dann, damit Sa'd ibn Abi Waqqas diese Gedanken nicht kommen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm etwas weiteres noch gesagt, und das betrifft jetzt auch uns hier in diesem Hadith, die Absicht. Er sagte nämlich zu ihm, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي إِمْرَاتِكَ. Du wirst nichts ausgeben, keine deiner Ausgaben, die du, oder nichts, was du ausgibst für Allah und mit der Absicht, تَبْتَغِي heißt hier, die Absicht haben,
mit der Absicht, damit das Angesicht Allah Ta'alas anzustreben, so wirst du dafür belohnt. Und jetzt kommt der Punkt, warum er das hier erwähnt hat, denn er dachte wahrscheinlich, dass das, was er an seine Familie gibt, oder das Geld, was an seine Familie gehen wird, dafür wird er keinen Lohn bekommen. Daher hat er gedacht, dass er das als testamentarisch spendet, als Almose rausgibt. Und dann sagt der Prophet, selbst das, also selbst den Happen, den du in den Mund deiner Frau führst, also wenn du damit das Angesicht Allah Ta'alas bestrebst, wirst du auch selbst hierfür belohnt.